Wer gehofft hat, nach der Ahsoka-Serie dieses Jahr noch eine weitere Star Wars-Serie anschauen zu können, wird leider enttäuscht sein. Denn ersten Leaks zufolge ist nach Ahsoka dieses Jahr Schluss. Denn eigentlich sollte dieses Jahr noch die Skeleton Crew-Serie erscheinen, von der wir bisher aber weder öffentlichen Trailer gesehen haben, noch irgendwie ein Release-Datum hatten, wurde jetzt Bespin Bulletin zufolge auf 2024 verschoben. Und dabei bezieht er sich tatsächlich sogar auf mehrere Quellen, von denen die meisten von einem unbestimmten Zeitpunkt 2024 sprechen, während eine Quelle sogar angeblich von einem ganzen Jahr Verschiebung geredet hat, also dann erst November, Dezember nächstes Jahr, obwohl die Serie Anfang dieses Jahres sogar fertig gedreht wurde. Generell sollen aber bei Disney durch die angehenden Autorenstreiks in den USA alles so ein bisschen offen sein und eher die Tendenz haben, eben verschoben zu werden. Darunter betroffen werden dann zumindest, was Star Wars angeht, auch Andor Staffel 2, die Acolyte, die beide dann nächstes Jahr erscheinen sollen oder vielleicht eben auch nicht, und eben Skeleton Crew.